Grüß Gott und willkommen zu einem Kulmbacher Bier der Woche. Wir haben heute das EQ28. Das ist ein Bier der ersten Kulmbacher Aktienbrauerei. Und 28 weist darauf hin, dass die Stammwürze 28 Grad ist. Also das ist schon wesentlich stärker als ein Doppelbock. Tatsächlich gibt es um den Namen dieses Biers immer wieder ein bisschen Verwechslungen, weil früher hat man das auch Kulmbacher Kulminator oder Kulminator 28 genannt und viele Leute nennen oder bestellen dieses Bier als Kulminator. Auf dem Etikett steht aber seit Jahren EQ28 drauf. Dieses Bier steht, es ist eines der stärksten Biere der Welt. In der Zwischenzeit ist der Wettbewerb, wie stark man Biere machen kann, natürlich weitergegangen. Aber die bleiben bei einem sehr bewährten Rezept und haben da auch sehr große Erfolge, auch im Export. Schauen wir uns das einmal an. Kommt also sehr, sehr schön, fast, könnte man sagen, kupferfarben. Hat natürlich aufgrund dieses hohen Alkoholgehalts von 11% jetzt nicht besonders viel Schaum. Also sehr starke Biere haben oft nicht ganz so starken Schaum, aber sehr starkes Aroma. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sehr, sehr viel Malz verwendet, damit auch natürlich viel Alkohol produzieren kann, bekommt man sehr, sehr viele fruchtige Gärungsaromen. Es gibt Leute, die sagen, sie wollen das Bier gar nicht gekühlt trinken, sondern eher bei Zimmertemperatur, weil da diese Aromen noch viel stärker werden. Andererseits, ja, dann kann man es wirklich nur in ganz kleinen Schlucken trinken, weil es dann eine Aromaexplosion im Mund gibt. Hier riechen wir jetzt also ganz reife Früchte. Das hat, ich würde auch Kirschen da drinnen haben oder vielleicht auch Johannisbeere, aber nur ein leichter Hauch davon. Also ich wüsste gar nicht, was da alles an. Vielleicht Äpfel, Apfelstrudel. Es hat so komplexe Aromen, dass man es gleich einmal kosten sollte. Und da kommt jetzt natürlich diese stark alkoholische, stark malzige Note heraus. Ganz interessant ist, dass diese sehr malzigen, sehr starken Biere dann eigentlich auch meistens recht hoch gehopft sind. Also das braucht, ohne dass das jetzt bitter schmeckt, sehr, sehr viel Hopfen, um diese Balance zu haben. Weil wir trinken an, bekommen durch das Aufwärmen des Bieres im Mund gleich diese aromatische Explosion im Mund. Es kommt sehr, sehr viel von dieser Süße und die Balance hinten geht das dann überraschend trocken hinaus, weil da eben durch die Hopfung eine wunderbare Balance zwischen Süße, zwischen Bittere, ganz wenig auch von der Kohlensäure. Wenn wir da hineinschauen, es ist da schon eine ganz zarte, feine Perlage drinnen, aber das ist natürlich bei einem so starken Bier jetzt nicht das erst angesprochene und wichtigste Kriterium. Es ist klar, dass dieses Bier einen Weltmarkt zu bedienen hat. In Kulmbach selbst trinkt man das wohl auch. Ja, aber die erste Kulmbacher Aktienbrauerei, das war eine Brauerei, die schon gegründet worden ist eigentlich, um von Kulmbach, also aus dem Fränkischen, hinein in den Norden Deutschlands, so zunächst nach Sachsen, aber dann auch viel weiter Berlin und Hamburg zu erreichen. Und inzwischen ist das natürlich eine Weltmarke geworden und wird überall dort getrunken, wo man ein Bier als einen leichten Aperitif trinken will. Mit 11% Alkohol sind wir da jetzt nicht so stark wie andere Aperitifs. Für ein Bier ist es stark, aber für ein Aperitif vielleicht gar nicht so sehr. Und geht dann natürlich, wenn man da jetzt irgendwelche Brötchen dazu essen will und so einfach am Beginn eines Abendessens ein Amuse-Gueule hat, naja, da wird uns das EQ 28 schön begleiten. Ich würde es aber eigentlich auch nur wegen seiner eigenständigen Qualität trinken. Aber nicht zu viel. 11%. Aufpassen. Und nächste Woche bitte wiederkommen zu einem weiteren Konrad Seidels Bier der Woche. Herzliches Prost.
Kleine Schlucke, kleine Schlucke, kleine Schlucke.